Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News. Wir fangen jetzt erstmal an, Leute. Und zwar fangen wir damit an, den Rang, den Zwieback neulich bekommen hat. Und zwar den Rang Organisation, heißt dieser Rang auch, voll ausgeschrieben. Der hat jetzt im Prinzip, hat er so viele Rechte wie Lord Varus. Ein bisschen weniger noch, aber er kann auch Gäsebahn und sowas wie Lord Varus, kann er auch jetzt bearbeiten. Und Organisation ist er jetzt zuständig für. Da kümmert sich einerseits mal um die Supporter und um Events, falls jetzt welche anstehen, halt was zu bauen und sowas. Und ja, darum kümmert sich halt Zwieback, weil der nicht mehr so jetzt auf Bands machen wollte oder irgendwelche Duplizierer suchen wollte, habe ich jetzt mitbekommen, Leute. Dann haben wir jetzt noch eine ganz interessante News. Und zwar war am Freitag, der ist um 17.30 Uhr down. Der war einfach down, Leute, für ein paar Minuten. Ich schätze mal 5 Minuten war der down. Ich frage mich jetzt, wieso. Ich denke mal, es war irgendwie ein DDoS-Angriff oder die Server sind einfach mal ganz kurz ausgefallen. Auf jeden Fall nichts Dramatisches. Danach ist man halt mal wieder auf den TS kommen. Natürlich direkt obersten Channel saved verkauft. Kappa, natürlich nicht. Ich habe mir einfach mal wieder 100 Jahre Zeit gelassen und deswegen habe ich keinen der obersten Channel bekommen. Auf jeden Fall war der TS zu dieser Zeit down, Leute. Und ja, Leute, ihr kennt jetzt sicherlich von alle das neue Format, wo Leute ihre eigenen Plots vorstellen. Und zwar war dieses Format letzte Woche am Freitag um 19.30 Uhr. Ich denke mal, er wird das jede Woche irgendwie aufnehmen, am Abend immer so um 19.30 Uhr. Ich schätze mal, um diese Zeit wird er das immer aufnehmen. Und ja, Leute. Und ich habe noch eine ganze interessante News. Und zwar soll Edmund Ewe auf seinem Citybuild, dem Ewe Citybuild, Köpfe, Beacons gedroppt haben ohne Ende. Dann kann ich mir jetzt auch herkommen, jetzt schlussfolgern, wo halt die ganzen Dr. Banks Köpfe herkommen. Ich denke mal, auch teilweise aus den Supreme-Kisten, aber auch Edmund Ewe halt so. Und Leute, dann nochmal was ganz Interessantes. Und zwar hat Niox dieses Dings mit Edmund Ewe da gefaked. Und zwar war das einfach nur bei Quatrix und es war einfach nur ein Ausschnitt von seinem ehemaligen Livestream, den er vor Monaten gemacht hat. Also Niox, das hätte ich echt nicht von dir gedacht, dass du so nötig hast, Videos zu faken. Mit deiner Reichweite, Alter. Mit fast 15.000 Abos, Mann. Echt scheiße. Und Leute, den haben wir noch eine ganz interessante News. Und zwar hat Rypex vor kurzem wieder Duplizierer gesucht. Da ist ein Buddy von mir in der Liste aufgetaucht. Der NX Nobody, falls der Name euch nichts sagt. Es war früher ein sehr bekannter Spieler, für mich ist es heute noch ein guter Buddy. Also Grüße gehen raus, falls du das hier siehst, ein extra Buddy. Best Buddy, Kappa. Natürlich bist du noch Buddy bei mir. Und zwar hatte der Junge in seiner, oder hat besser gesagt, in einer Kiste 54 Creeper Spawnex. Leute, und Abka hat da sondern Rypex hat da reingeschaut, hat sich so schnell wieder rausgegangen, hat sich gedacht, ist legit. Ich habe von diesem Vorfall jetzt gerade erst eben mitbekommen, weil es mir Nobody erzählt hat. Ich wusste gar nicht, dass er. Der hat mir auch erzählt, dass er so viele Ex hat. Digga. Aber auf jeden Fall natürlich von irgendwelchen Dupern. Natürlich nicht NX Nobody, Leute. Ist aus Versehen alles da reingekommen. Man kennt ihn. Und er ist nur nicht geclearet worden, weil er angeblich in dem 3-2-1-Clan war. Aber er hat einfach nur den Banner davor aufgehangen, Leute. Und Abka hat gesagt, ja, der Clan ist ja so schon reich. Ist alles legit. 54 Creeper Spawn Eggs sind nicht mal für einen Clan hat, der 10 Millionen hat. Legit, Digga. Das kannst du einfach nicht haben. Du müsstest ja zu jedem Spielerring, der so eins hat, und du müsstest für jedes so 80k bezahlen, Alter. Ist ja nicht mal real. Also, Leute. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass sie einfach jemanden laufen gelassen haben, der 54 Creeper Spawn Eggs locker vom Duplizierer in seiner Kiste hatte. Schreibt es mir mal in den Kommentare. Wenn ihr das falsch findet, was sie gemacht haben, dann disliked einfach mal dieses Video. Und wenn ihr befürwortet, was sie jetzt gemacht haben, dann liked einfach mal das Video. Und abonniert mich gerne, Leute. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, dann abonniert doch gerne mal deinen Kanal. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert mich einfach, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, ciao.